Dann muss ich wohl zuerst das Bezirkskontrollzentrum hacken. Genau, und damit herzlich willkommen. Bitwalker hier, weiter geht's in Watch Dogs und diesmal geht's auch weiter mit der Story. Jo, endlich wieder. Schauen wir mal, wir müssen hier CTOS Zentrum hacken und zwar dieses da. Das ist das Ziel der Begierde. Ist übrigens auch ein Hotspot, den wir mal viewen müssen, wo wir einchecken müssen. Das heißt, wir schnappen uns mal ein Fahrzeug. Heute im schönen Gelb-Schwarz-Outfit. Haben wir wieder umgezogen, weil wird was anderes auf einmal wieder sein. So, jetzt schauen wir mal, gibt es hier ein Fahrzeug? Ich hoffe, dass heute einmal wieder die Sprachaufzeichnung funktioniert. Das ist natürlich das Problem, dass im Gameplay die Töne der Passanten nicht zu hören waren. Also ich hoffe, das klappt jetzt und... Oh, hat es wieder gescheppert. Dramatische Szenen. So, was brauche ich? Jetzt muss ich ganz kurz mal schauen, an was kann das vielleicht liegen, dass das nicht geklappt hat letztes Mal. Audio und Sprache, Untertitel an. Musiklautstärke, Soundlautstärke, Effektlautstärke, Sprachlautstärke. Das wäre einfach alles da. Ja, keine Ahnung. Schauen wir. So, wo stehen denn die mitten auf der Kreuzung rum? So, gibt es hier eigentlich ein Auto, was ich nicht klauen muss? Also, was ich nicht da irgendwem rausschmeißen muss? Da hinten den Wagen nehmen wir. Oh, Effektlackierung. WKCTVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von... So, der Schwabengott ist ja schon im Chat und sagt, ja, es klappt. Da hoffe ich, klappt es bei euch im Stream, ist schon gut, aber bei mir in der Aufnahme hoffe ich auch. Andererseits, warum nicht? Na, wer weiß, werden wir sehen. So, wichtig ist, was anderes wichtig ist, dass wir das hinfinden. Wie viel Meter haben wir? 1300 Meter irgendwas. Aber fahren wir sind immer ganz lässig mit dem Auto rüber. Ah, dann kann ich so weit 800 Meter noch. Fahren wir weiter. Was ist mit dir los? Ja, du hast nicht geschaut beim Wapping, Hansel, beim Spurwechsel. Ah, Bash ist auch mit dabei hier live. Servus Bash, grüß dich. Mettmeier, nicht, oh, nicht verbunden, ja klar. Noch nicht verbunden, aber bald. Was ist los? Oh, Entschuldigung. Was hat das Zivilist getötet? Da ist nicht ausgehalten da. Da muss ich aufpassen, weil das ist mein Sightseeing-Punkt da noch, wenn wir mal aussteigen da. Auch den Sightseeing-Punkt gleich mitnehmen, wenn wir schon da sind. Räumungsverkauf interessiert mich gar nicht. So, pass auf, da ist der Hotspot. Was ist überhaupt? Onkel Dieb ist auch hier, servus. Mokasoft ist da und der Mixery ist auch mit dabei im Livestream. Das freut mich. So. Also, C2S Main Station. Oder C2S Hauptzentrum müssen wir hacken. So, was hast du damit eigentlich? Also kann ich nichts machen. Bringt mir nichts momentan. Nahbereichsvernetzung, jawohl, sehr gut. Das heißt, da kann ich wieder schauen. Da wieder ein blauer. Ist auf Blumen registriert, das heißt, ich muss aufpassen. Ob der nicht dann gleich. Alarm schlägt, oder? Wie schaut's aus? Nö. So. Da haben wir schon die erste Woche. Wo haben wir da Kamera? Hey, dreh um und hau ab! Ja, ganz ruhig. Da hinten ist eine Kamera. Verstärkungsruf deaktivieren, das machen wir mal.
Meinst du, ich mache Witze? Ja, es bleibt doch ruhig. Mach keinen auf Zampano, mein Freund. Der Tornados Rapid ist auch mit dabei. Servus. So, da muss ich irgendwie rein. Hm. Gibt es irgendwas? Gibt es keine Kamera oder was? Ist denn da los? Mann, gebe mir eine Kamera. Hypoglykämisch. Oder Unterzug, guter Freund. So aufpassen, dass er nicht in den Schock fällt. Halt, da drin ist er kann. Ja, jetzt ist er ruhig, ist schon recht. Na, schalten wir mal wieder auf. Sonst bist du tot. Ganz einfach. Gut, schauen wir, ob von der anderen Seite was geht oder von irgendwo anders. Warte, haben wir da irgendwo eine Kamera? Auch nicht. Ah, Pizzeria. Oh, da geht's rein. Aber da geht's auch nur durch. Ist auch nicht wirklich hilfreich. Da gibt's aber Kameras. Ah. Ah, Thomas. Thomas, der Kamera. So. Verstärkung vorhin ist schon ein gutes Thema. Was hat der da? Datenschutz geht uns alle an! Der Kamera, dann haben wir da Sprengung. Normalkamera, was gibt's da zum Sehen? Ehemalige Gefängniswärter, okay, hat sich ja hochgearbeitet, wie es ausschaut. Der Radkamera, was ist der für einer? Der hat freigesprochen, Vorwürfe für Kinderpornografie, so wo geht er jetzt hin? Wo geht ihr jetzt hin? Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Ja. Drehen wir um. Ah, da in die Richtung geht's. Da, Kamera. Der bewegt sich aber nicht. Oder geht einmal ein paar Meter? Komm, gehen wir ein paar Schritte rüber. Mach was, Mann! Geh los! Hey, du! Guck mich so! Tu was! Na? Wieso haben die alle eine Kamera? Oh! Ach! Da ist ein Serverraumzugriff gehabt. Das dreht sich gerade rum. Mann! Fensterläden. Machen wir auf. Hat sich das von selbst bewegt? Ja, Zauberei nennt man das. Zauberei. Da ist er. Na, Ablenkungsmöglichkeit. Wo ist es der Fritze? Da ist er. Na, jetzt kommt über keine Kamera hin. Na. Unfälle das? Passieren. Unfälle passieren. Was ist denn da drüben? Was dreht es wieder rüber? Mann! Warte, da Kamera. So, komm her. So, Zugangscode habe ich. Scheiße! Scheint nichts Schlimmes zu sein. Ignoriere es und geh auf deinen Posten. Ja, geh auf deinen Posten, komm. Mokasoft, du kannst mit der App jetzt keine Verbindung bekommen, weil ich in der Story bin. Aber wenn ich mit der Story da fertig bin, also mit diesem Part hier, dann kannst du mich gerne herausfordern mit der CTOS-App. Also Herausforderungen nehme ich immer sehr gerne an. Ich finde es ja voll lustig, weil es abwechslungsreich ist. Na, warte, wir brauchen eine Kamera da drin. Ich guck da drüben. Haben wir die Kamera? Hier ist nichts zu sehen, ich gehe weiter. Ah, pass auf. Jetzt kann ich da hacken, hoffe ich halt. Ich hoffe, dass ich da jetzt hacken kann, jawohl. Jawohl, dann bin ich ja drinnen. So. Ui, wo muss ich, da muss ich rauf. Ich muss jetzt einmal. Ich muss da schalten.
So, da brauche ich doch noch einen Strom. Ich brauche noch einen Strom daher und daher. Das heißt, ich muss einmal da schalten. Dann brauche ich da einen Strom. So. Und so brauche ich. Dann ist es auch frei. Und dann brauche ich einen Soft darüber. So, und dann müssen wir mal zurückschalten, dass es ist. Ah, jetzt kann ich mal zurückschalten, okay? Wurscht. Passt schon. Das machen wir jetzt noch einmal da. Und einmal brauche ich da einen Strom. Oh. Warte mal. Da. Darüber. Und einmal muss ich mir darauf kommen, das kann ich mir davon doch. Das ist dann auch schlecht. Machen wir es so und dann brauche ich einen Strom irgendwie darüber. Jetzt hat er. Nein, ist auch schlimm, das passt auch nicht, Mann. Warte mal, Gedankenfehler, ich muss da einen Strom herkriegen. Von da. So, jetzt haben wir den Server ran. Legen wir mal ganz kurz diese. Diese ganzen Dingsbums da, Videos. Hey! Cookie! Mach näher! Cookie! Woo! Ich gebe jetzt gleich ab, Ladies! Ja! So schaust du aus. Ja! Ich kann euch durch mein Teleskop sehen! Ja! Arbeiten! Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Wo speichern die das? Was haben die damit vor? Ja, das frage ich mir bei Google einmal. Wo die das speichern, was sie da speichern? Macht der da. Wie wär's, wenn ich. Hey, du, ey. Ich werde dich jetzt küssen. Okay. Hallo Bananengrill, servus, schönen guten Abend, Morgen, wie nennt man ihn da? Oh. Putzig. Sehr putzig. Ja, ist schon gut. Puh. Da haut es mir mein Gehör gleich durcheinander. So, entriegeln. Na bitte. Also. Das Gebiet verlassen, freigeschaltet haben wir. Nö, da täusche ich dich. Absolut, das bin ich nicht. Nie wieder CTOS. Keiner mag CTOS. Bezirkszugang freigeschaltet. Jetzt zu Nicholas Crispin. Hi, hier ist Aiden, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jacks haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja, tue ich. So, dann schauen wir auf die Map, wo wir hin müssen. Und zwar hierher. So, wer schenkt mir ein Auto? Da vorne steht einer. Ah, nehmen wir mal in die Richtung lernen.
Oh, nee. Wo ist der Song? Nehmen wir den. Das ist immer so laut. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Ja. Halt. Oh, Platz da. Achso, du wärst wieder. Du wärst gleich hier den nächsten CTOS-Tower hacken. Weil da ist nämlich gleich einer, da oben steht er. Den holen wir uns gleich. Weil ich glaube, hier auch kein. Na doch, habe ich doch einen Zugang. Aber den holen wir trotzdem gleich für die ganzen Sachen, was man so finden kann. Augen auf, Mann. Ja, holst du nicht rum? Weiche Eier. So, wo müssen wir hin? Da haben wir was. Schwachstelle erkannt, aber da brauche ich mal eine Kamera, dass ich hinkomme. Ah. So, die Verkehre, warte mal, da geht es noch irgendwo rundherum. Da geht es noch weiter rundherum. Ja, da war auch keine Kamera. Doch, dumm ist was. Da ist was. Da geht's noch weiter rüber. Na, wo geht's denn da hin? Na, da geht's aber nichts mehr. Da muss ich wirklich selber rauf, wie es ausschaut. Moment, ist auf der anderen Seite drüben. Ist irgendwo auf der anderen Seite drüben? Wo ist denn das? Nö. Da muss ich wirklich selber raufkommen. Ist die Frage, wie schaffe ich denn das wieder? Ich komm schon klar. Da ist. Wo ist der Masten? Wo ist der Mast jetzt hin? Hallo, Mast, wo bist du? Da drüben bist du. Das heißt, ich müsste irgendwie da rauf oder nicht. Mir ist echt egal, was er für mich hat. Hey! Halt Fresse! Oh mein Gott! Mich versteckt nicht! Was? Was ist los? Hey! Plötzliches Verbrechen! Hey, stopp mal! Hat der Knarre? Weiß man nicht? Das ist aber schon weit weg, he? Komm, machen wir schon mal einen Haken da. Da müssen wir stehen. Da kann man hacken, auch nichts in der Umgebung, dass man irgendwie bremsen könnte. Ah, da laufen wieder ewig weit weg, komm jetzt, bleib doch stehen. Ich könnte mir die Beine schießen, das ist gar nicht. Das ist ja bewaffnet, oder? Der Knarre. Entschuldigung, aber gehen Sie. Irgendwer wird anrufen. Oh, immer voll auf die Glocken. So, jetzt können wir wieder zurückwetzen, den ganzen Schmarrn. Was hast du? Internetblocker, volles Bankkonto, schön. Das wollen wir natürlich. Ich weiß nicht, was ich von einigen. Das weiß ich schon immer, wo ich da war. Ah, da vorne. So. Mal Verbindung zu Blumen, die Action kann ich nicht brauchen. Aufpassen. Geh weg da. Wir müssen da rundherum, das ist das Gebäude, wo stehe ich jetzt gerade eigentlich? Ich stehe da.
Da hinten rum ist irgendwas. Da hinten rum ist irgendwas. Das heißt, ich muss einmal da entlang. Und bräuchte. Ah, da oben. Ah, oh, die Kamera wird sein. Die wir brauchen, oder? Na, irgendwo weiter obere. Irgendwas weiter oben. Da gibt's aber nichts. Sehr ärgerlich. Ja, da muss ich irgendwie raufkommen. Wie kommen wir da rauf? Das ist mein Tipp da. Kauft regelmäßig die Sus. Gut, schön für ihn. Mann, wie kommen wir da rauf? Die Türen werden immer interessanter da. Am letzten habe ich auch ewig herum dann. Aber gibt es nichts, wo man raufgehen kann? Achso, was ist noch drüben? Ah. Das ist die Treppe, wo ich jetzt hergekommen bin. Wie die Bahngleise ist auch nichts da drüben, ist auch schon. Was gibt's denn da unten? Apokalypse Survival Gruppe, was ist das für Schmoren? So, was mache ich jetzt? Was tue ich denn jetzt am besten? Das gibt's aber nicht. Was machst du denn im Regen an, ne? Was ist mit der Kamera da nochmal? Nein, die nutzt man gar nichts. Die ist wieder zu weit weg. Die ist zu weit weg, aber da oben kriege ich nichts mehr. Also ich krieg da nichts mehr. Also ist viel zu weit, viel zu weit, viel zu weit. Wie mache ich das jetzt? Wie zaubere ich mich da hinauf? Wahrscheinlich irgendwie da über. Ah, ich weiß schon, ich weiß es. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen, wie ich es schaffe. Da muss ich lang. Ja, über das Parkhaus, genau. Das war jetzt auch mein Gedanke. Danke an den Warbeef. Der schreibt es mir gerade in dem Chat. Gerade habe ich es gesehen, dass da so eine Brücke rüber geht. Und zwar irgendwo da in dem Stuckert, glaube ich. Oder? Ja. Oder ist die Tür da offen? Kommen wir da raus? Nein, ich glaube nicht, oder? Ah, doch. Na, muss ich noch? Achso, wo bin ich da jetzt? Warte mal. Ah, da drüben. Das ist aber die Etage, warte, da muss ich noch außen rumlaufen. Einmal rundherum. Und da drüben, wenn es weiß ist, da drüben. Schau, da vorne ist eine Leiter. Da sind wir zu Hause, da müssen wir her. Zumindest bin ich jetzt mal hier oben. Und was man auch nichts nutzt, weil ich muss den Schaltkasten da entsprechend öffnen. Aber zumindest. Ah, nicht runterhüpfen. Geht das so drauf, mein Freund? Jetzt, da haben wir es. Jetzt sind wir richtig. Einmal. Und das andere ist dann über die Kamera gegangen, glaube ich, oder? Man kann ich so warm machen, glaube ich. Müsste sie eh ausgehen. Oder? Nein, geht sie eh nicht aus, oder?
Man kann direkt runter rumlaufen. Genau, zweiter Schaltkasten. Halt. Oh, du musst ein bisschen mehr machen. Ja, was haben wir denn da? Okay, cool. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir drin. Ah, wunderbar, besten Dank für die Info. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Oh, es sind noch zwei Stationen, schau. Naja, QR-Codes, unser Zeug wieder alles da. So, wo kann ich das drunter springen, ohne dass man gleich das Knick breche eigentlich? Oh, ja, da wollte ich jetzt den runter. Ach du Scheibe. Das war jetzt natürlich ein Todessturz, das ist eh ganz klar. Wieso hat der keinen Fallschirm, verstehst? Ein Hightech-Handy, aber keinen Fallschirm mit dabei. Naja. Die Frage ist, wo spawnen denn da jetzt? So, der Turm, der gehört mir, oder? Jawohl. Und hin muss ich da. So, haben wir irgendwo ein Auto für mich stehen. Im Parkhaus gibt es sicher welche, aber ja, sonst ist da gar nichts los. Kommt ein Feuerwehrwagen klauen, der jetzt vorbeikommt da. Wo fährt der hin? Ah, nicht in meine Richtung schaut. Ja, gibt es bitte irgendwo ein Fahrzeug? Ah, da vorne ist. Oh! Eine Zitronenfalter nehmen wir. Ich hab's nicht für Panik. Ah, siehst du das? Mit dem geht es. Und auch die Post. Ah, schon wieder volle Lautstärke, gell? Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Das ist bisher noch ungeklärt. Ja. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Immer sehr stark auffällt. Das ist der Dings, der Rächer. Ja, der Dings, das bin ich, genau. Bitte Dings. Herr Dings für die, bitte. Ich hab nichts gehört. Jetzt ist der rechts rum auf, kann ich mir sagen. Vorsicht, bitte. So, nächste Mission, bin gespannt. In den Abgrund starren. Oh, von dem habe ich schon was gehört. Mission starten. Akt 2, in den Abgrund starren. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Irak ranzukommen. Er muss verschwinden. Hacken Sie den CTOS-Kasten, um Crispin zu finden. Wo ist denn das? Da vorne, rechts um die Ecke. Dann schauen wir mal. Was ist denn bitte in Chicago los? Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Okay, leise, flüsterleise. Ultra leise. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen einmal da einen Strom und dann einmal da einen Strom. Achso, einmal. Na, was? Wieso? Was ist los? Also über gewisse Zeit. Ach! Ah, okay. Sie zählt wieder aus. Okay, verstehe. Netzwerksektor zurückgesetzt. Da ist die Sache begraben. Der Hund begraben. Dass wir einfach eine gewisse Zeit haben. Aber jetzt sind wir drin. Mr.
Mr. Quinn möchte, dass Ihr Besuch in Chicago ein denkwürdiger wird, Sir. Der Wagen schnurrt, was? Exotisch und schnell. Ein Wagen mit dem Schrank, ja? Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Er will sich was aussuchen, was er gerne hat. Tja, welchen nehmen wir denn? Der ist es, okay? Wenn ich zurück bin, steht er bereit. Also einfach geht das, ja? Dann holen wir uns einfach ein Fahrzeug und fertig so. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Ich habe Sachen über den gehört. Verstärkung verhindern? Voll krank. Quinn braucht doch das Geld nicht. Warum arbeiten wir mit dem zusammen? Ich glaube, er ist so eine Art Fuß in der Tür. Lucky expandiert bestimmt. So, was ist da bei Hansel? Das ist schon mal sicher. Verstehe. Wir können alle Verstärker rufen, das ist für Schaß. Komm, lade sie bitte schnell auf, Akku. Ach man, das dauert wieder. Also mal schauen, was es sonst noch gibt da. Da ist einer. Der kann nichts machen, sehr gut. Kann auch Verstärkung rufen. Was hat der für Möglichkeit? Der kann nichts machen und der hat auch Verstärkung. Gut, dann muss ich warten, bis der Akku wieder ein bisschen voll ist. Dann werden wir die Verstärkungsmöglichkeit auch entnehmen oder wegnehmen. Damit wir da ein bisschen weiter arbeiten können. So, komm, einen Akkusbalken noch, einen noch. Komm, du weiter. Kann ich so lange dauern da. Jetzt. Das heißt, dann haben wir noch. Ach, die falsche Kamera, die brauche ich. So, dennoch, und wenn der die Verstärkung auch abgeschaltet hat, dann soll es an und für sich passen. Dann sollte man die Gegner hier ein bisschen ruhig gestellt haben. Die Frage ist, ob man sich einfach reinschleichen soll, ob man einfach noch drei ausschalten. Diese große Preisfrage, wie wir das machen. Was ist das für Möglichkeit eigentlich? Systemschlüssel nehmen wir mit. So, was könnt ihr eigentlich da? Ablenken kann man sehr recht gut. Zumindest ein Teil von denen. Ja genau, lieber nicht, die sind wir ganz gut. Ah, da steht erinnern. Okay. Ja, wir werden einfach wirklich da. Wohl eine nach dem anderen ausschalten probieren. Ich glaube, so ganz ohne wird es fast nicht gehen. Da könnte ich einen Black Down machen. Warte mal, wenn ich ganz normal vorbeigehe, dürften denen nichts auffallen, oder? Nö. Was haben wir denn da? Ablenkung könnte machen. Das kennen wir sicher, jetzt haben wir mit dem da. Dass ich alle gefunden habe und dann schalten wir mal um. Erstens auf die schallgedämpfte Knarre. Da haben wir es. Und da schalten wir um auf den Blackout. Und die Frage ist, ob wir es mit dem probieren sollen. Oh.
Der ist down. Der ist down. Jetzt bleiben wir da drinnen. Wo sieht der? Wow, wir beschießen irgendwo. Scheiße, da war noch erinnern. Mann, ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ja, aber die Technik, glaube ich, mit dem Blackout ist recht gut, weil das ist an und für sich. Also an und für sich, das reingehen und wieder rausgehen können, wäre es wurscht gewesen. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Jetzt probieren wir es nochmal so. Pass auf, Blackout ist. Da? Der Strom ist weg, ja. Macht eure Scheiße. Hey, ist jemand? Findet ihn. Oh. Aber wenn man zieht, ist der füllt eigentlich? Also muss ich irgendwas hacken auch noch. Verdammt. Achso, jetzt geht es doch schon. Ich werde nicht um den heißen Brei reden wie meine Geschäftspartner. Ich soll mich um sie kümmern, also weiß ich von ihren Hobbys. Was sie mit den Mädchen machen, das geht mir nichts an, wenn sie außer Landes sind. Aber hier in Chicago dürfen sie Mr. Quinn nicht in Gefahr bringen. Als Entschädigung haben wir ein kleines Geschenk für sie im Infinite 92. Fragen sie nach Poppy Special. So kommen sie auch an die Einladung für die Auktion. Na bitte. Ich will nicht sterben. Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special. In einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh, ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Option ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Erreichen Sie die private Lounge Infinity 92. Das wäre schön, wenn ich da was herstellen könnte. Da brauche ich aber ein paar elektronische Teile. Mal schauen, ob es irgendwo einen Store gibt in der Umgebung. Wollen wir auf die Map schauen. Für elektronische Teile haben wir da mal gar nichts. So, wo müssen wir das hinfahren? Das sind explosive Komponenten, Burgerladen. Elektronische Teile, das, was ist das? Das Apothekenzeug, gell? Wo gibt's denn da was? Wo gibt's denn wirklich was? Na, wurscht. So. Natürlich brauchen wir ein Fahrzeug. Was hast du? Verdächtige Datei am Handy, sehr gut. Muss man trotzdem nichts, ich brauche noch vor elektronische Teile. Ja, jetzt klauen wir einfach Auto, oder? Bis ich da was finde. Oh, der schaut wieder gut aus. Raus. Genau, raus. Handschuhfach, $41, das ist auch noch nicht viel. Nicht zu wild, mein Freund, nicht zu wild. Hier Vorfahrt. Oh, Entschuldigung. Southbound train arriving shortly. Arriving shortly. Wir schießen alles ab, was geht. Das Ganze leider unabsichtlich. Ja, geht leicht ausgegangen. B.
perfekt eingepackt. Aber ist da hinten rum okay, da werden wir. Naja, können wir zu Fuß hin. Erreichen. Gut. Ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Verkleidet? Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Genau, das werden wir probieren. Wo geht's noch rein? Ah, okay. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Weil die Pistole hat klar. Mr. Crispin, hier entlang bitte.